Abteilung, tschechische Schriftsteller, Karel Jaroslav Haschek, die Abenteuer des Dieben Scheiba. Ja, wir anfangen. Habe ich sicher Glück. Die Concierge hat ein glückliches Lied gesungen und ich habe eben einen Schornsteinfeger gesehen. Welch ein Geräusch höre ich im Keller. Trieben Diebe ins Haus? Das sind einfach Gartenmägen. Die sind jeden Tag im Keller zu hören. Aber was stellen sie bloß auf dem Dachboden an? Das sieht so aus, wie Teufel die Hochzeit feierten. Nun, schlägt dir das Herz schon zum Hals? Wer? Mir? Nein, das beleidigt mich bis in den Grund der Seele. Wie könnte man glauben, ich würde im Keller etwas stellen? Ich würde im Keller etwas stellen. Im Keller etwas stellen. Im Keller etwas stellen, das kann jeder. Eine ganz andere Sache ist doch auf dem Dachboden etwas zu stellen. Das ist ein Kuss. Das kann nicht jeder. Psst. Hör zu. Ich glaube, jetzt ist alles ruhig. Jetzt ist es an der Zeit. An der Zeit. An der Zeit. Öffne die Tür mit deinem Dietrich. Ja. Nimm alles Wertvolle mit. Und morgen, sobald sie die Schaustür öffnet, geh nach draußen. Nach draußen. Warte. Hast du nichts vergessen? Vergessen? Meine Rumflasche, mein Dietrich, mein Kopf, was noch denn? Hast du nichts vergessen? Thank you.
Herr, du bist im Himmel. Im Himmel. Im Himmel. An der Zeit? Naja. Gerichtspräsident, der mich vor kurzem verurteilt hat. Schalten Sie bitte das Licht an. Das Licht. Soll ich das Licht etwas anschalten, damit das Dienstmädchen sieht, in welchem Zustand der Hausherr nach Hause kommt? Was für ein Mensch bist du nur? Und du, Ekel, redest mich auch noch mit sie an. Mich, deine eigene Frau, die nicht schläft und seit Mitternacht auf dich wartet. Was hast du in der Hand? Meine Schuhe, Herrin. Herrin? Herrin. Meinst du, ich hätte den Verstand verloren? Du hast dir den Bart abrasiert, du Unmensch! Heilige Maria, Mutter Gottes, ohne Bart, wie ein Sträfling! Ich verprügele ihn. Ich verprügele dich. Was? Was trägst du auf dem Kopf? Eine Kappe. Oh mein Gott! Du hast dich so betrunken, dass du deinen Zylinder verloren hast. Und du hast dich eine Kappe gekauft. Vielleicht hast du sie sogar irgendjemandem abgenommen. Ja. Bis morgen früh wirst du im Treppenhaus schmachten. Lass das ganze Haus bewundert, wie Gerichtspräsident Dorn aussieht. Schade, dass ich meine Schuhe bin. Küss mir die Hand. Was denn dein
Schuhen? Aha, der Kommissar, Dr. Penisch, schämt sich nicht, barfuß, unbetrunken zu seiner Frau nach Hause zu kommen. Wo sind deine Socken? Ich hatte von Geburt an keine Socken gehabt. Aha, du verstehst deine Stimme. Und dazu verstehst du nicht, was du redest. Oh, was ist das? Das sind Schlüssel vom Dachboden. Schlüssel? Ja. Vom Dachboden? Schlüssel? Schlüssel? Ja. Vom Dachboden? Schlüssel? Vom Dachboden? Ach! Was? Wer? Deine Schiff?
ob er sich vor Verfolgern retten müsste, schnell aus diesem schrecklichen Haus heraus. Er weiß bis heute nicht, ob er sich das alles nur vorgestellt hat oder ob es in Wirklichkeit so passiert ist. Sheba liest keine Zeitung. Und deshalb weiß er nicht, wo man seine Schuhe, seinen Dietrich und seine leere Rumflasche gefunden hat. Thank you.